Stiefel, Handschuhe, Helm, Arbeitsjacke, so wie sie es gewohnt sind. Dann bis gleich. Aus dem Unterricht in die Praxis. Patricia Müller war vorher Fitnesstrainerin auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist noch sehr, ja. Ja, noch sehr? Unreal so ein bisschen. Also manchmal denkt man sich so, oh, man steht jetzt wirklich hier und ja, in 18 Monaten, 17 Monaten ist man dann fertig. Aber es ist schon... Heute abseilen aus dem dritten Stock. Dann darfst du das erste Versuchskaninchen hier sein. Es geht um Selbstrettung. Wenn in einem Einsatz nichts mehr geht, kann das Abseilen ihr letzter Fluchtweg sein. Wichtig, der Sicherungsknoten-Halbmastwurf. Das ist ein HMS, ne? Korrekt. Der ist falsch. Genau. Naja, der HMS ist nicht falsch, aber der ist nicht. Okay. Aber du sagst das eben, in HMS installieren wir trotzdem noch, ne? Kannst du mir mal bitte helfen? Ich kann es versuchen. Deswegen, ich kann euch nur ans Herz legen, übt die Knoten wirklich in jeder Position. Ne? Kippt auch mal die... Ich habe den Wäscheständer geübt in jeder Position. Zurück beim Sporttest. Noch 8 Disziplinen. Besser keinen Fehler machen. Man hat nur 2 Versuche. Ja. 42 Sprünge in 30 Sekunden. Oh mein Gott, ey. Wirklich, das ist das Schlimmste. Ja? Ja, das fängt erst hier an, dann geht's hier weiter und dann hier. Furchtbar. Ich laufe da lieber 6 Kilometer durch. Dabei kommen die schlimmsten Übungen erst noch. Silas Müller versucht, konzentriert zu bleiben. Ja, ich denke, das ist immer Kopfsache. Ne? Gerade in der Übung muss man wissen, warum man das macht, warum man da jetzt hängt. Ne? Das ist, denke ich, auch 80% oder so, 70%. Gleich ist Silas dran. Oh, Jesus. Du Scheiße. Du hast jetzt gleich mit deinen Füßen keinen Halt. Ne? Das Einzige, was dich hält, ist deine rechte Hand. Das muss dir klar sein. Du suchst da unten keinen Kontakt. Das ist das, was die meisten denken. Oh mein Gott, ich brauche hier Vertrauen, ich brauche hier Kontakt. Wie tief falle ich denn jetzt gleich? Dieses Stück. Du fällst das Distanzstück zwischen der Öse und diesem Schlappseil. What? Hab Vertrauen, passiert nichts. Darf ich mich hier abstützen? Das darfst du. Ganz langsam sacken lassen, sacken lassen, sacken lassen. Runter, runter, runter. So, wir brauchen ein bisschen Dynamikseil. Alles legitim, solange die rechte Hand zu bleibt. Du kannst dich jetzt mit den Füßen so ein bisschen von der Wand weghalten. Ich wollte eine Herausforderung haben. Ich wollte nicht diesen typischen Arbeitsablauf haben. Ich fahre morgens um 8 Uhr ins Büro, gehe um 16 Uhr nach Hause und habe dann Feierabend. Man steht morgens auf und man weiß nicht, was erwartet mich am Tag. Griffkraft über die ganzen 12 Meter. Für Patricia kein Problem. Und für Silas 45 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Schön. Der Sporttest dauert jetzt schon über 3 Stunden. Komm, komm, komm. Weiter, 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 weiter. Du musst jetzt Gas geben. Gib jetzt Gas, egal ob du umfällst. Diese Übung der Angstgegner, nicht nur für Silas. Eine Kämpferrunde. Weil? Weil dann die Beine brennen, die Beine machen zu. Ja. Also man kriegt Krämpfe und die Muskeln sein, machen zu. Dreimal im Kreis. 66 Meter. Also ich will auf jeden Fall Menschen helfen, abwechslungsreichen Beruf haben mit viel Action. Ich finde auch ziemlich cool, wenn man halt 24-Stunden-Dienst hat und dann halt einen kompletten Tag frei. Das ist einfach Hammer. Ne, da kann man auch seine Arzttermine richtig planen. Man hat seine Freizeitplanung. Man kann den Tag richtig nutzen. Und geschafft. Gleich nur noch eine Disziplin. Und Patricia? Jetzt müssen die Kollegen es ihr nachmachen. Ja, fühlt sich gerade auch gut an, ja. Ist ein gutes Gefühl, jetzt gerade noch hier zu stehen. Jo, unten. Oh Gott. Geht das auf Zeit oder so? Nee, ne? Ja, doch. Doch, geht auf Zeit. Auch Silas muss zeigen, dass er keine Höhenangst hat. Das ist die letzte Disziplin beim Sporttest. 30 Meter die Drehleiter hoch. Aber wie wird die Feuerwehr entscheiden? Werden sie ihn zum Vorstellungsgespräch einladen? Silas muss warten. Und nächstes Mal, in der Feuerwehrklasse müssen sie lernen, dass schon ein kleiner Fehler sie in Lebensgefahr bringen kann.